Der Oberösterreicher Rainer Wimmer, Vorsitzender der Gewerkschaft ProG und Industriesprecher der SPÖ. Er kommt aus Hallstatt, ist nun am Wort. Geschätzter Herr Präsident, meine sehr geschätzten Damen und Herren der Bundesregierung. Kollege Wüginger, du hast ja sehr viele Rosen heute da. Ausscheidenden Bundesministerin gestreut. Ich kann mit dem natürlich überhaupt nicht anschließen, weil das Einzige, was mir in Erinnerung bleibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dieses Bild, wenn es euch nur erinnert. Im Mai hat ja die Frau Aschbacher mit einem Gurkelzangerl in der Hand einen kleinen Buben mit 100 Euro beteilt. Das ist das Einzige, was offensichtlich funktioniert hat. Sonst hat überhaupt nichts da, Kollege Wüginger. Weil was die Sonderbetreuungszeit anbelangt, hat da jeder gewusst, dass das ein Rohrkrepierer ist. Ohne Rechtsanspruch funktioniert das nicht. Und wie lange hat es gedauert, dass dieser Rechtsanspruch über die Bühne gegangen ist? Genauso die Regelung Freistellung für schwangere Kolleginnen und Kollegen. Wie lange hat das gedauert? Nach hundertmaligen Nachfragen, nach hundertmaligen Druck ausüben, ist erst was gegangen. Und seit Juli sollte es eine Arbeitsstiftung geben. Du hast das angesprochen. Na, bis heute ist diese Stiftung nicht eingerichtet. Es gibt keine Arbeitsstiftung. Und das Einzige, was wirklich funktioniert hat, war Kurzarbeit. Das ist heute angesprochen worden. Aber deshalb, weil da die Aschbacher die Finger nicht drin gehabt hat. Sie waren nur am Rande dabei. Das haben nämlich die Sozialpartner gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer. Herr Bundesminister, Sie haben eine große Aufgabe übernommen. Sie nehmen die Herausforderungen an, haben Sie gesagt. Die Baustellen sind groß, die Ihre Vorgängerin hinterlassen hat. Und Sie haben einen ZIP2-Interview, ein Zitat gegeben und ich zitiere es jetzt. Ich glaube, haben Sie gesagt, ich glaube, dass es nicht die Zeit ist, um ein Arbeitslosengeld-Reformkonzept vorzulegen. Herr Bundesminister, wir brauchen kein Reformkonzept, wir brauchen mehr Geld für die arbeitlosen Menschen, die Arbeit verloren haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die können nämlich mit 55% ihren Unterhalt nicht leisten. Und darum diese Forderung, nämlich das 70%, die wir immer aufrechterhalten werden, weil das einfach notwendig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was die Jugendarbeitslosigkeit anbelangt, das ist wirklich zum Schämen. 45.000 junge Menschen sind arbeitslos, um 27% mehr als im vergangenen Jahr. Und das müsste es überhaupt nicht geben. Wenn ein junger Mensch arbeitslos wird, dann müssen sofort Qualifizierungsmaßnahmen greifen, sofort Schulungsmaßnahmen greifen. Und da hat die Abschaffung der Ausbildungsgarantie, die ja von der ÖVP-Seite ganz massiv betrieben wurde und tatsächlich dann abgeschafft wurde, ein ganz riesiger Fehler. Ich fordere Sie auf, Herr Bundesminister, hier Maßnahmen zu ergreifen, damit die jungen Menschen wieder Arbeit finden, aber schneller als wie bisher. Und was die älteren Arbeitnehmer anbelangt, wir haben ja ein riesiges Problem, weil die älteren Kolleginnen und Kollegen keine Chance mehr haben am Arbeitsmarkt. Wir wissen das. 135.000 Langzeitarbeitslose und 35.000 mehr als im vergangenen Jahr. Und die Aktion 20.000 war ein Rettungsanker für viele. Und diese Abschaffung oder die Abschaffung dieser Maßnahme war ein Kardinalfehler. Sie haben den betroffenen Menschen die Hoffnung genommen. Das war der einzige Rettungsanker, den die gehabt haben. Und diese Aktion wurde ja ganz gerne angenommen. Homeoffice wurde heute schon angesprochen. Zumindest Sie, Herr Bundesminister, haben das irgendeiner Aussendung erwähnt. 11 Monate dauert jetzt die Pandemie und es gibt noch keine Lösung. Und jetzt höre ich, dass es offensichtlich an der Steuer hängt. Herr Bundesminister für Finanzen, da müssen wir so schnell wie möglich das aber unter einen Hut bringen. Weil länger können wir nicht mehr warten. Die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, und das sind enorm viele, brauchen diese Sicherheit. Und noch ein letzter Satz, was die Arbeitsstelle Stiftung anbelangt. Wir brauchen diese Arbeitsstiftung aber nicht nur vom Namen her, sondern tatsächlich eine Arbeitsstiftung, die auch den Namen verdient. Und das ist ganz was anderes, als was da jetzt zurzeit vonstatten geht. Und das auch eine große Herausforderung, die wir Ihnen
wo wir ihnen einfach sagen, machen Sie das, die Menschen brauchen das. Herr Bundesminister, Sie haben alle Hände voll zu tun. Machen Sie es besser als Ihre Vorgängerin, die nur Sprechblasen hinterlassen hat. Wir werden Sie an Ihren Taten messen. Danke.